Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Live 3. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, jetzt zu Beginn gibt es erstmal ein paar schöne Informationen, meine lieben Freunde, denn wie wird es weitergehen? Ja, erstmal, wenn ihr Bock habt, wenn ihr das Projekt noch ein bisschen supporten wollt am Ende, dann lasst das Däumchen da, aber schaut auch gerne im Shop vorbei, dort gibt es nämlich das Motiv für Live 3 noch für begrenzte Zeit und ja, da könnt ihr euch gerne T-Shirt, Pullover, was auch immer holen. Als kleines Andenken, wenn er wollt, ne? Ist natürlich kein Muss. So, ansonsten, ein paar Infos, wie wird das Projekt jetzt hier weitergehen, wie wird das Ganze jetzt hier zu Ende gehen. Und zwar, es ist so, dass wir aktuell uns fast in der letzten Aufnahme befinden. Das Projekt läuft jetzt noch bis zum Roshi-Kalender. Ich sag euch, wann die letzte Folge auf YouTube kommt. Also, so gesehen die letzte Folge auf YouTube. Moment. Moment. Das wollte ich gar nicht so. Doch, so. Und zwar am 11. März. Am 11. März kommt die letzte Folge auf YouTube, meine Lieben. Ne? Beziehungsweise also an dem Donnerstag. Das ist in 2 Wochen Donnerstag, glaube ich. Am 11. März. Und am 13. März. Am 13. März könnt ihr schon mal einen großen Haken in den Kalender machen. Da, meine Lieben, kommt der Abschluss-Livestream. Der Abschluss-Livestream, wo der Gewinner gekürt wird und das ist an einem Samstag. Das wird Samstag 19 oder 20 Uhr starten. Da geben wir euch nochmal ganz genau die Infos. Also vor 20 Uhr werden wir mit Live nicht machen. Da werden wir vorher vielleicht nochmal ein bisschen arbeiten und dann werden wir den Gewinner küren. Ihr könnt natürlich dann diese Abstimmung, also das ist ganz wichtig, dass ein Drittel, die Abstimmung läuft in 3 Teilen. In einem Teil stimmen wir uns gegenseitig, bestimmen wir gegenseitig ab. Im zweiten Teil stimmt das Team ab, ne, die absolut unparteiisch abstimmen werden. Und im dritten Teil stimmt ihr ab, wo ich halt euch auch bitten würde, absolut unparteiisch. Ne, es ist jetzt völlig egal, ob ihr jetzt aus meiner Community kommt oder eben aus Freezies, Milos, Access oder sonst was. Es ist natürlich klar, dass die Communities unterschiedlich groß sind, dass ist schon richtig, deswegen auch nur ein Drittel Stimmrecht in dem Sinne, aber das ist trotzdem nicht wenig und ja, es wäre halt schön, wenn ihr trotzdem fair abstimmen würdet, halt wirklich offen und ehrlich, wäre dann das am besten und das am besten und das. Es wird 15 Kriterien geben und es wird ein richtig cooler Livestream werden, da bin ich mir echt sicher, da habe ich richtig Lust drauf, da freue ich mich und ja, freue mich natürlich auf euch. Also am 13. März ist das große Finale von Live 3. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. So, und dann, meine lieben Freunde, gönnen wir uns aber eine Woche Verschnaufpause, sofern ihr uns das auch gönnt. Und dann gucken wir mal, mit was wir euch da überraschen können. Lasst euch da auf jeden Fall überraschen. Ich kann euch nur so viel sagen, jetzt schon laufen ganz, ganz heiß die Vorbereitungen für das nächste Projekt. Okay, meine Lieben, das erstmal zur Info. Jetzt geht es aber weiter. Wir müssen hier reichlich Gras mähen und zwar den Big M eben ausnutzen, so viel wie es geht. Warum leckt der Server so? Das kann ich euch auch sagen, weil der Herr Mesa, der hat jetzt schon mal einen Anschiss gekriegt, unfassbar viele Ballen rumliegen hat, die er jetzt hier mal alle einsammeln muss. Na? Also der hat jetzt eine Auflage gekriegt, der muss Ballen einsammeln. Das geht so nicht. Weil das ist natürlich für den Spielfluss, für die Performance absolut tödlich. Und das ist natürlich sehr, sehr blöd. So. Ansonsten sind wir jetzt hier mit der letzten Bahn. Mit unserem schönen Big M. Das macht echt Laune, ey, mit dem Fahrzeug. Mit dem macht das wirklich Laune, muss man echt so sagen. So, die Spur müssen wir eigentlich auch noch schön ganz bekommen. Sollte kein Problem sein. Das war der falsche Knopf. So, jetzt aber. Okay. So, perfekt. Okay, super. Kriegt mal die ganze Wiese hier gemäht. Oder beziehungsweise haben die ganze Wiese gemäht. Klappen wir einmal komplett zusammen. Meine Lieben. Und fahren auf die nächste. So, das ist gar nicht so einfach mit dem Gerät hier, gerade mit Hinterachslenkung. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir hier drauf kommen, wie oder wo. Ach so, am besten über den Hof. Genau, das macht Sinn. Fahren über den Hof rein.
stark einlenken. Jetzt rennen wir hinten den Zaun weg. Okay, okay. So, und dann gehen wir hier drauf. Jetzt ist das Bäumchen ein bisschen im Weg. Und natürlich der Ladewagen. Ich weiß gar nicht, ob wir ankuppeln können, aber wir brauchen ja nicht. Hier stehen ja so viele Traktoren rum. Okay, Franz ist am Pressen, das ist auch sehr gut. Ja, wir werden auf jeden Fall ein bisschen in die Nacht reinarbeiten müssen. Also es ist Wahnsinn, wie viel wir hier zu tun haben aktuell. Wir haben auch einen stabilen Batzen Geld. Ich werde jetzt auch mal Folgendes machen. Ich werde jetzt mal bei den Brüdern anrufen. Bei den Händlern. Und werde mal nachfragen. Landmaschinenhandel Eriksen, guten Tag. Oh, ich wollte dich wecken. Doch, alles gut. Wir haben in der Werkstatt noch was gesucht. Kleiner Spaß. Frage. Es steht ja wieder die Lisse gerade an, oder? Ja, die von letzter Woche auch. Von letzter Woche war nicht? Hat nein, wir das die echt wollten sie überweisen und dann haben sie doch erstmal ihr Mehl weggebracht und es dann vergessen. Ach, Mensch. Pass auf. Sagen Sie mir mal, wie viel da noch übrig ist insgesamt. Geht das? Sekunde, ich kann mal gucken. Ich bin gerade losgefahren mit dem Traktor. Hm. Ob ich es jetzt bei mir habe oder ob ich dann... Da müsste ich sie sonst zurückrufen. Ich habe auch kurz Zeit, so ist es nicht. Ja, ich bin ja nicht am Hof, das liegt da sonst am Hof, die Dateien. Also die... Ja, ich warte. Ah, da haben wir es, da haben wir es. Haben Sie es? Perfekt. Genau, ich habe es dabei. Klasse. Sie haben bezahlt, das ist ja jetzt Ihre vierte Rate. Ja. Dann haben Sie somit bezahlt 80.000. Beziehungsweise wenn Sie von letzter Woche mitbezahlen, haben Sie dann 100.000 bezahlt. Dann sind noch... Sagen Sie mir mal bitte ganz anders. Sagen Sie mir mal bitte, was bis jetzt ohne diese und letzte Woche... Das habe ich ja nicht bezahlt, diese und letzte Woche. Genau. Was? Rund 60.000 haben Sie rund bezahlt. Okay, ich hatte aber eine Sonderzahlung auch gemacht. Die möchte ich jetzt mal nicht vergessen Moment. Haben, ne? Ein Moment. Ach ja, genau, da. Das war in Höhe von 40.000, richtig? Nee. Das waren mehr. Können Sie mir das einmal nochmal sagen? Dann müsste ich es nochmal kurz nachschlagen. Ich habe damals 80.000 bezahlt. Das würde ich einmal kurz nachschlagen. Ich würde Sie gleich zurückrufen. Ja, ja, prüfen Sie das mal in Ruhe und sagen Sie mir einfach mal, wie viel insgesamt bezahlt wurde und was da jetzt noch offen ist. Na? Gut. Machen wir. Danke Ihnen. Auf Wiederhören. Tschüssi, Herr Blümchen. Also das Feld könnten wir jetzt hier umlegen. Okay, gut, machen wir so. Also, ach, Sie stehen ja schon hier vorne, perfekt. Ja, entschuldigen Sie, der Franz, der ist mal noch ein bisschen, naja, der ist manchmal ein bisschen wild unterwegs. Ja. Wild du kenn ich ihn eigentlich nicht, aber. Ja, ja. Naja, ich hätte ja der ich hätte ja ganz ehrlich, ne? Ich hätte das Stroh ja jetzt nicht erst gepresst. Ich hätte es ja direkt abfahren lassen. Ja, das ist einfacher. Das ist einfacher, denke ich auch. Aber na gut, ich lasse ihn jetzt einfach mal, der war schon wieder so aufgebracht. Nicht, dass er wieder ausflippt, ne? Es ist. Naja. Gut, ich mähe mal hier durch und Moment, dann gucken wir mal, wo wir als nächstes hinfahren. Herr Regner, wofür brauchen Sie denn das ganze Heu? Haben Sie ihr schon alles aufgebraucht? Mischfutter. Wir hatten doch den Gewinn von der letzten Challenge. Wo haben Sie denn den hingefahren überhaupt? Oben zum LU. Der ist da eingelagert. Wie viele Ballen waren das? 20. Echt? Ja. 20 Ballen, okay, pass auf. Aber das Feld müssen wir trotzdem Heu machen. Ja, kein Problem. Okay, aber da muss ich direkt mal telefonieren. Danke für die Info. Ja, gerne. Oh nee, ey. Der Guido könnte sich schon wieder selber hier gerade mal in den Stromzaun reinschmeißen. Gut, ey, ich gehe mal kurz telefonieren. Alles. So, Mist, ey. Da muss ich... Ach, stimmt ja. So, naja. Ich rufe mal durch. Ja, hallo, hier spricht das Herr Uwe, kann ich Ihnen helfen? Hallo, ich wollte nur mal ankündigen, ihr habt Heu von mir. Wir haben Heu von dir? Ja, wollt ihr das unterschlagen oder was? Nö. Da wäre ich aber fuchtelig.
könnte es gerne werden. Bis jetzt haben wir ja immer gut zusammengearbeitet, aber nun ist aber gut hier. Nee, pass auf. Und zwar, ich habe doch die Challenge gewonnen, Mensch. Und da hat er, Herr Blümchen, die Ballen, ja, die Heuballen, hat der mich gefragt, wo die hinkommen. Ich habe doch die Heuballen gewonnen dort, habe die doch alle gekriegt. Das waren ja 20 Heuballen. Und die hat er zu euch hochgefahren. Ja, wir haben Heuballen, das ist richtig. Da Blümchen hat zu uns was hochgefahren. Dass die von Ihnen sind, wussten wir nicht. Ja, also pass auf, das sind 20 Heuballen und die sind alle mir. Ja. Und die könnt ihr so, wie sie sind, komplett schon mal in den Mischfutter-Dings schmeißen. Ja, das wären 84.000 Liter, wenn ich das richtig sehe. Nee. 80.000, ja, dann ist wahrscheinlich einer von uns noch dabei. Also notieren wir 80.000 Liter Heu. Ja, ich schreibe es mir sofort auf. Okay. 80.000 Liter Heu. Ja, eine Mitarbeiterin von uns ist ja auch gerade unterwegs, für Sie und für Herrn Ackermann Stroh zu fahren zu uns. Na, ist das richtig? Fährt die Stroh mit, wie fährt denn die Stroh? Mit dem Ladewagen. Ja. Ja, nee. Was? Was ist so, nee, hat nichts mit Ihnen zu tun, aber ich habe mich gerade tierisch mit dem in der Wolle. Ne? Ja. Und habe zu dem gesagt, er wollte das Stroh pressen und wollte die Beine abfahren lassen. Ich sage, warum saß denn Dings? Genau. Die sollen mit dem Ladewagen kommen. Ja. Und einfach abfahren. Und da hat er sich tierisch mit mir rumgestritten. Da habe ich gesagt, Mensch, Franz, lass dir von einem erfahreneren Bauern doch mal was sagen. Ne? Und muss, tut er nicht immer den Kopf durchsetzen. Da ist er wieder richtig fuchtig geworden. Ja. Und ist wieder freigedreht, ja. Und jetzt hat er wahrscheinlich den Auftrag noch mal geändert. Ja, hat er. Also die Frau Lisa Bonn kam gerade zu mir und hat gesagt, sie soll mit dem Ladewagen wiederkommen. Alles klar, super, das ist klasse. Dann, wie gesagt, ballert das Stroh da oben rein. Wo fahrt denn ihr Stroh ab? Feld 26 und Feld 26. Links neben Sam Hof das Feld und bei dir das Feld 22. 22, 23 könnt ihr da draus machen. Ja, alles klar. Gell? Super, ja. Ich danke euch vielmals, ne? Bringt ihr auch noch Silage hoch oder wie machen wir das? Ja, wir pressen gerade, die Silagebeine sind schon fertig. Ach so, alles klar, okay. Okay, wir sind halt gerade am Silagebein pressen noch mit allen drum und dran und die kommen gleich hoch, okay? Jo. Passt. Ciao. Wertungskriterien. Das Schöne ist, das Telefon klingelt. Hallo, hier ist der Franz. Franz, du bist ein Knaller. Was ist denn nicht mit dir? Ich könnte mich zerschießen über dich. Was ist denn nicht mit dir? Ich gerade telefoniert habe. Weiß ich nicht. Mit dem Lohnunternehmen. Lohnunternehmen? Jetzt nicht in Ordnung. Die haben mir gerade erzählt, dass sie gerade Stroh einsammeln mit dem Ladewagen. Ist daran jetzt so witzig? Ja, es sollten ja mal Ballen werden. Aber irgendwie hat da jemand angerufen und hat das geändert, den Ladewagen. Es liegt halt daran, dass du mit so einem kleinen Kind schon wieder rumgenickert hast. Genau. Einfach mal sagen, Guido, stimmt, da hast du recht, das wäre wirklich schneller. Ne, da haben wir, da sparen wir Zeit, da sind wir effektiver. Nee, da wird gesagt, ein Kleinkind hat rumgenölt. Also ganz ehrlich. Guido, wir wissen genauso, also wir wissen beide ganz genau, dass das bei keinem von uns beiden über die Lippen kommen würde. Ich würde das sagen. Das hätte ich jetzt an deiner Stelle auch gesagt. Ich würde das wirklich sagen. Natürlich, glaub dir das, Guido. So, pass auf, ich habe schon zwei Miesen gewählt. Helf mir mal schnell auf die Sprünge. Wo noch? Ich habe jetzt 28. Ich hab's dir doch gesagt. 28, 29 habe ich gemäht. Sag mal, komm, wo waren noch? Ja, dann hinter der 27 und die 24. Hinter der 27. Warte mal, wo ist denn die? Ja, die ist genau hinter der 26. Stück. Ja. Und dann? Ja, und dann noch auf der 24. Ach du Scheiße. Okay, alles klar. Schwarz oder nicht? Ja, heißt denn du? Sag mal, Guido. Noch was. Ich habe, nicht dass du frierst, 80.000 Liter Heu schon oben beim LU. Unglaublich, wo ist denn das her? Ja, ich hab's vergessen. Ich hab Heu gewonnen damals bei der Challenge und das habe ich irgendwie total vergessen.
Mensch, du bist ein Blitzmerker. Weißt du, wo du auch noch Heu liegen hast? Nee. Da hast du dir mal deine Wiesen angeguckt. Das habe ich aber schon aufgeladen, teilweise. Da liegen noch Heuspalten rum. Na, da presst sie doch bitte gleich mal mit, wenn du unterwegs bist. Ja, was denkst du, was ich dann gleich mache? Ich dachte mir bloß mal, ich weiß dich mal drauf hin. Dann kannst du im Übrigen auch meine Wiese von dir mähen. Ja, mache ich. Da brauchst du keine Angst haben. Ich bin gerade dabei, alles zu mähen. Ja, ich weiß. Naja. Sag mal, warum hast du eigentlich so einen grünen Frosch da bekommen? Ja, weil ich immer lieb bin. Ich überlege echt, wo mein Ladewagen steht. Das macht mich wahnsinnig. Ja, sag mal, wo hast denn du den Ladewagen? Der stand doch letztens bei dir am Hof. Ja, aber wo ist denn der? Heißt du, warst du nicht mal in der Nähe von meiner Uhr oder so? Hast du da mal angerufen? Da hatte ich vor allen Dingen schon was aufgeladen, ey. Da hattest du doch letztens da hatten wir doch schon mal Silage bei ihm gemacht. Ja, Silage und Heu hatte ich da schon ein bisschen was aufgeladen, was so rumlag noch auf den Feldern. Ja, siehst du, da müsste der Ladewagen irgendwo stehen. Das meine ich ja auch. Oder bist du schon zum LU gefahren? Nee, eigentlich nicht. Nee. Ja, eigentlich. Wenn das eigentlich immer nicht wäre. Nee, ich bin noch nicht zum LU gefahren. Ja gut, egal, sei es drum. Ich mache erstmal weiter und überlege, wo ich den Ladewagen habe. Video. Ja, manchmal. Kennst du auch immer, da gibt es immer solche Verrückten, die sind ja auf so einer Plattform zu sehen. Weißt du, was ich meine? Das ist immer, naja, die, guck mal, das, was wir in Real Life machen hier mit der Landwirtschaft, das spielen die, glaube ich. Da ist doch irgendwann, sag mal, kennst du den genauen Samstag? Wann das ist vier solche Verrückten. 13. Genau, Samstag. Ach, am 13. Gut, da muss ich mal Wecker stellen, sonst verschlafe ich das. Mach das mal. Deswegen. Gut. Aber ich mach erst mal weiter, sonst wird das hier nichts, ne? Aber Guido, ich hab da mal noch was. Was ist los jetzt? Sag mal, hast denn du die Biene vom LU schon mal gesehen? Die war schon bei mir, ja. Und das ist aber ein heißer Feger. Die ist nicht schlecht, ne? Ich hab die gleich mal angegraben. Naja, nichts anderes erwartet. Aber das war nur ein Test. Ich wollte gucken, ob die käuflich ist. Aber die wollte meine zwei Ballen nicht laden. Was heißt denn das? Was wollte die nicht laden? Meine zwei Ballen. Was für zwei Ballen? Zwinker, Zwinker. Ach nee, ey. Ehrlich jetzt? Da heißt das, die will dich, oder was? Naja, vielleicht will die halt... Naja, ist nicht jede will automatisch immer mit ihr. Aber warum denn? Ich bin sympathischer, älterer Mann. Naja, vielleicht bist du einfach zu alt für manche. Na, aber Erfahrung, Guido. Ja, in der Landwirtschaft schon mal nicht, das haben wir ja gerade festgestellt. Was meint mein junger Panamann? Wenn du schwadern könntest, dann wäre das eine ganz andere Diskussionslade. Komm mir jetzt nicht so. Ich sag's ja nur. So. Ja, hast du jetzt noch was? Mein Akku ist gleich alle. Du laberst immer so viel. Na, Entschuldigung, dann rede ich halt nicht mehr. Nee, ist in Ordnung. Red ruhig. Ich bin jetzt auf der 24 und semmel die weg, ja? Ja, mach das. Ich schneide das Schwarz jetzt drauf, dann, dass wir Silage haben. Und dann hier, mach ich mal. Oben bei der 27 kannst du bitte, wenn du ja auch immer was kommunikativ hier machen möchtest, kannst du bitte bei der 27 oben das Dreieck sagen, dass da der Herr Blümchen noch dann auch noch wenden könnte, wenn er möchte. Wo soll denn da jetzt noch alles wenden? Na, das ist dann nur die 29 und bei der 27 oben. Der Rest ist auf Schwarz. Ja. Na, und bei mir gegenüber, die kleine Wiese, hast du die auch gemäht, weil die würde sich besser machen zu Heu. Da oben, die macht sich genauso gut zu Heu. Was ist denn das für ein Käse jetzt? Da unten, das ist saftiger, ist auf dem Halm schon trocken. Du bist auch schon saftig. Es stimmt. Gut, alles klar, ne? Ja, auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Ach Gottchen, ey. Der alte Herr. Ist aber auch immer. So, okay. Ach nee. Was ich ja so hasse, ist diese... Dieses eingezäunte Scheiß hier, das ist so belastend. Ohne Witz. Dieser eingezäunte, ach nee, ich habe immer das Talent, mich dann hier in so eine Ecke reinzufriemeln. Und zwar so krass reinzufriemeln, dass ich halt gar nicht mehr rauskomme. Deswegen mache ich jetzt hier mal lieber ein bisschen auf Abstand. So, okay. Aber es sieht gut aus, ey. Es wird an allen Ecken gearbeitet. Das ist klasse. Das ist wirklich klasse. Liegt auf Schwarz. Oh, Scheiße.
Kollegen gar nicht auf Schwarz. Das ganze Feld noch Heu. Das ist natürlich kräftig. Und Heu auch das Doppelte brauchen. Das macht jetzt keinen Sinn. Wir machen Schwarz. Okay. Passt. So. Gut, aber meine lieben Freunde, ja, da sind wir erstmal fertig. Mensch, es tut mir leid, wir sind hier nur am Wiese mähen. Aber es nützt nichts. Das Gras muss jetzt runter. Es ist Endphase und alle hasseln wie verrückt. Wenn wir jetzt hier alles stehen und liegen lassen, unsere Produktion laufen. Die machen nebenbei auch noch gut Geld. Und wie gesagt, wenn wir jetzt hier nicht jetzt das Gras runterholen und jetzt hier richtig Gas geben, dann sage ich euch, wie es ist. Dann lassen wir eine Menge Geld liegen. Und das ist auch ein Bewertungskriterium. Und von daher, ja, lasst uns da jetzt hier durchziehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei den anderen vorbei. Ich bin erstmal raus. Euer Manus.